Missionibus Christi. Pass auf, wo du hingehst. Eilst du zum Gebet? Ich wüsste gerne. Ich weiß. Erzähl mir von einem. Würde ich gern, aber da gibt es nichts. Du weißt wirklich gar. Tut mir leid. Erzähl mir von dem. Was kannst du. Er hat immer ein Lächeln auf den. Ich frage mich. Das hab ich auch nicht. Vielleicht bist du ja derjenige, den ich suche. Ich? Ein Verbrecher? Sieh mich doch an! Nein, mein Freund, du beschuldigst den Falschen. Hör auf meinen Rat und sieh dir lieber diesen Konstantin genauer an. Aus dem wird nie ein echter Mönch. Er verbirgt etwas vor uns. Du hast wahrscheinlich recht. Natürlich habe ich das. Ich und ein Verbrecher? Gott, da hast du mich aber erschreckt.
was er seine Jünger lehrt, dass man nicht tun darf, was mit dem Gebot Gottes unvereinbar ist. Salve Domini. Sonst würde er anderen predigen und dabei selbst verworfen werden. Der Abt bevorzuge im Kloster keinen wegen seines Ansehens. Den einen liebe er nicht mehr als den anderen, es sei denn, er... Schlage deinen Sohn mit der Rute, so rettest du sein Leben vor dem Tod. Warum so in Eile? Ich fand diese Sachen versteckt im Kloster und übergebe sie hiermit. Das ist reinste Ketzerei. Ich muss herausfinden, wer es gewagt hat, solch satanisches Schandwerk hier zu verstecken. Ich halte dieses Buch ab sofort unter Verschluss. Danke, Bruder. Das war eine löbliche Tat. So viel Geld? Und du sagst, es war versteckt? Wie sonderbar. Warum sollte einer der Brüder weltliche Güter verbergen? Das ist alles. Weißt du, wer das versteckt haben könnte? Nein, tut mir leid. Einerlei. Wir finden ihn schon. Ich möchte... Dann wäre der Sünder schnell gefasst. Eilst du zum Gebet? Warum so in Eile? Warum so in Eile? Friede sei mit dir, Bruder. Eilst du zum Gebet? Kann ich dich bei der Wahl irgendwie unterstützen? Das Zünglein an der Waage sein? Und was willst du tun? Den Turm erklimmen und rufen, wählt Nevlos, wählt Nevlos. Nicht ganz. Aber du hast einen Gegner. Johann. Er ist nicht mein Gegner. Er ist mein Bruder, genau wie du und alle anderen hier. Wir sind alle Kinder Gottes. Aber es gibt etwas, wobei du mir behilflich sein könntest. Bestimmt weißt du, dass hier viel Unrechtes getan wird. Ich würde gerne von Dingen erfahren, über die ich noch nichts weiß. Ich soll für dich herausfinden, was hier vor sich geht? Lass mich eines klarstellen. Ich möchte als Abt die Dinge hier in Ordnung bringen. Wenn ich nicht über all das Unrecht hier Bescheid weiß, mache ich nichts als leere Versprechungen. Also gut, ich finde heraus, was ich kann. Hab Dank, Bruder.
Ich konnte etwas herausfinden, das hier im Kloster schiefläuft. Aha, erzähl mir mehr. Bruder Konstantin versteckt einen Schatz, dessen er sich nicht entledigt hat. Das überrascht mich nicht. Ist nicht das erste Mal und wird auch nicht das letzte Mal sein. Ich werde ihn nicht bestrafen, aber sprich mit ihm darüber. Vielleicht lässt er mit Gottes Hilfe freiwillig von seinem Mammon ab. Mehr weiß ich nicht. Komm zu mir, falls du noch etwas erfährst. Ich bin an allem interessiert. Was soll ich für dich herausfinden? Ich würde gerne von etwaigen Missetaten erfahren, sodass ich weiß, was mich als Abt erwarten würde. Pass besser auf, Bruder. Warum so in Eile? Eilst du zum Gebet? Schön langsam, Bruder. Ich bin Gregor, der neue Novize. Ich kenne mich hier noch nicht so gut aus. Du leitest das gesamte Kloster, nicht wahr? Willkommen in unserer Mitte. Ja, ja. Der Herr wollte, dass ich in der Abwesenheit des Abtes dessen Pflichten übernehme. Doch vorwiegend bin ich ein Diener Gottes, wie du und die anderen Brüder. Vor Gott sind wir alle gleich. Wie gefällt es dir hier? Schwer zu sagen. Ich bin noch nicht lange hier. So zurückhaltend? Du musst deine Meinung haben. Aber ich werde sie nicht aus dir herauskitzeln. Ich möchte dich etwas über das Kloster fragen. Könntest du mir erklären, wie der Abt gewählt wird? Gewiss doch. Abt Peter ist alt, und wir rechnen damit, dass er bald bei Gott sein wird. Wenn er nicht mehr ist, muss ein anderer das Kloster führen. Die älteren Brüder werden dann einen Nachfolger wählen. Kann theoretisch jeder Abt werden? Ja. Aber es gibt nur zwei Anwärter, Nevelas und Johann. Als spiritueller Hirte der Brüder ist es mir nicht gestattet, meine Präferenz offen kundzutun. Und du als Novize solltest ohnehin nicht an der Wahl teilhaben. Ich weiß, dass ein paar Brüder bereits begonnen haben, Ränke zu schmieden. Aber denk nicht einmal daran, dich einzumischen. Mit dem Segen des Heiligen Geistes wird sich alles fügen. Was war das denn? Willst du wissen, was drin ist? Verbotene Schriften. Ein Wunder, dass der Prior morgens nicht den Atem eines jeden kriegt. Schön langsam. Dann wäre der Sünder schnell gefasst. Was dich und diese Wahl betrifft, erzählst du mir mehr darüber? Frag mich, was du willst. Erzähl mir etwas über Nevelas. Nevelas ist schwach, zahnlos und voller heißer Luft. Mir ist nicht gewahr, wie jemand glauben kann, er könne einen guten Abt abgeben. Genug, ich will nichts mehr von ihm hören. Ich wüsste gerne, was hier vor sich geht. Die jungen Brüder meinen, sie hätten nicht dieselben Rechte wie wir, die schon den Großteil unseres Lebens hier verbracht haben. Und wenn schon, man muss sich seine Sporen verdienen. Nevelas lügt, wenn er sagt, er wolle Fehler berichtigen. In Wahrheit kümmert er sich nur um Privilegien für ihn und seine Anhänger. Ich möchte dir helfen. Da gibt es etwas, das du tun könntest. Ich bin mir sicher, Nevelas ist in etwas verstrickt, das ihm schaden würde, wenn es ans Licht käme. Wenn er Wasser predigt und Wein trinkt, zum Beispiel. Ich soll also herausfinden, ob er Leichen im Keller hat? Richtig. Doch ich bezweifle, dass du Erfolg haben wirst. Er ist zu gerissen und vorsichtig, um etwas preiszugeben. Sobald ich etwas weiß, sage ich es dir. Danke für die Antwort.
Ich denke, du bist derjenige, den ich suche. Du bist verrückt. Wie kommst du nur darauf? Heilige Pflichten zu vernachlässigen macht mich doch nicht zu einem Schurken. Wohl wahr. Ich sage nichts mehr. Und du solltest ebenfalls kein Wort darüber. Aber du sprichst. Willst du das? Du hast doch. Danke, Konst. Schön langsam. Warum so in Eile? Eilst du zum Gebet? Eilst du zum Gebet? Friede sei mit dir, Bruder. Eilst du zum Gebet? Warum so in Eile?